Ist das schon eine Must-Win-Situation für die deutsche Basketballnationalmannschaft? 3 Tage nach der überraschenden Niederlage gegen den Außenseiter Estland, das Gastspiel in Polen, immerhin WM-Achter von 2019. Die Deutschen in den roten Trikots mit einem konzentrierten Auftritt in der Anfangsphase. Da ist Jallo und Dominik Lockhart, der erste erfolgreiche Wurf von draußen für den Bamberger. Ja, Defensive, das war das, was die Deutschen unbedingt auf die Reihe kriegen wollten. Und da muss man ihnen ein großes Lob aussprechen. Schon in der Anfangsphase die Polen mit vielen Schwierigkeiten überhaupt mal in die Nähe des Korbes zu kommen. In dem Fall gelingt das dem Würzburger Tomasz Gierlo. Die ersten 10 Minuten nicht wahnsinnig viel Offensive, das Niveau der Partie doch etwas bescheiden. David Krämer kreiert dann mal was aus dem 1 gegen 1. Und macht die Punkte für das deutsche Team. Besser dann das zweite Viertel. Basti Dorit, auch heute wieder von der Bank der Point Guard. Und dann freie Bahn für Leon Kratzer. Die Deutschen fokussiert in der Defensive mit vielen Ballgewinnen. Die Polen Schwierigkeiten, einen Rhythmus zu finden. Und Hollands hier, ein schönes Beispiel dafür, wie gut die Defensive funktioniert. Der Stil, der Ballgewinn und dann die leichten Punkte. Justus Hollands, der Hamburger, mit einer starken Aktion. 12 Zähler Vorsprung hier bereits für die Deutschen im zweiten Viertel. Dann aus der Distanz Jakub Schenk. In dieser Phase der offensiv auffälligste Spieler bei den Polen, die immer wieder rankommen, aber die Deutschen in kritischen und wichtigen Situationen offensiv zur Stelle. So wie hier der Buzzerbeater von David Krämer zur Halbzeitpause. Der Braunschweiger mit einem klasse Spiel bis dahin offensiv ohne Fehlversuch. Das dritte Viertel. Die Polen Schwierigkeiten, ihren Rhythmus an der Dreierlinie zu finden. Ballverlust aber auf deutscher Seite. Und wieder zum wiederholten Mal die Gelegenheit für die Polen, ein Comeback zu starten. Wieder nur 5 Zähler der Vorsprung für die Deutschen. Und dann dieses geniale Spiel aus dem Einwurf heraus. Hollatz findet Lockhart, der Block gestellt von Benzing. Und dann Alley-oop ein Spiel auf David Krämer, der hier zum besten deutschen Offensivspieler avanciert. Auch wenn er den daneben wirft und diese Aktion die Polen noch einmal ranbringt. In der Schlusssekunde des dritten Viertels, fast von der Mittellinie. Jakub Gabacz vom MBC aus Weißenfels mit einem klasse Wurf. Das Schlussviertel. Die Deutschen in kritischen Situationen bisher in der Partie immer die Nerven behalten. Robin Benzing, der Kapitän, eher zurückhaltend im Auftritt heute, aber das sind wichtige Punkte. Dann beginnt so ein ganz klein wenig die Nervenschlacht in der Schlussphase. Oleg Balcerowski, 16 Punkte vom 2,15 Meter Mann und wieder haben die Polen die Chance ranzukommen. Nur noch 5 der Rückstand. Senkfelder holt sich den eigenen Fehlwurf zurück und in der Ecke Lockhart für 3. Grundsolide der Bamberger, immer wieder auch mal mit so kleinen Spitzen. Und die Entscheidung dann 8 Sekunden vor dem Ende. 3 Zähler vor für die Deutschen. Schenk holt sich einen Rebound nach dem Freiwurffehler, aber bringt den Ball nicht unter und dann ist es entschieden. Die Deutschen gewinnen 72-69, wetzen also diese Niederlage aus vom ersten Spieltag der WM-Quali. Und holen sich diesen enorm wichtigen Auswärtssieg 1:1 nach 2 Spielen in der WM-Qualifikation. Man ist also wieder einigermaßen in der Spur. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.